Hallo und willkommen zurück zu Anno 1602. So, wir haben hier unsere Kriegsschiffe stehen. Hier vorne, das Schiff wird repariert. Und wir dehnen uns hier ein wenig aus. Wir haben hier zuletzt Hochschule und Theater errichtet. Wir brauchen jetzt noch Schmuck. Dann sind die Leute hier glücklich und zufrieden. Wir haben eine Insel hier vorne besiedelt, auf der wir jetzt Erz abbauen. Und dieses Schiff hier transportiert das Erz von hier weg. Schiffsreparatur beendet. Wunderbar, da kann das Schiff wieder auf Tour. Und wir brauchen jetzt noch Gold. Und das Gold, das haben wir hier unten gefunden. Da. Und hier oben gibt es auch noch Gold bei den Ureinwohnern. Die müsste man dann bekämpfen. Und das machen wir nicht. Ja. Schauen wir mal hier rein. Gibt es hier noch irgendwo Gold? Nein, hier gibt es nirgendwo Gold. Auch nicht. Da nicht. Unten sind die Piraten. Ja, dann ist eigentlich klar, was wir als nächstes machen. Wir schnappen uns die Insel hier vorne. Schauen mal, was die Goldmine kosten soll. 10 Werkzeug. Und 7 Werkzeug. Also 17 Werkzeug plus. Plus, 3 Werkzeug. Na gut. Dann nehmen wir mal das Kampfschiff hier. Schicken das hier hin. Laden das voll mit Werkzeug. Warum hat das hier nicht zu tun? Hat keine Roheisen. Aber hier wird ja Eisen angeliefert. Ja. So, also wir laden auf 20 Tonnen Werkzeug. Ganz viel Holz. Und auch ein bisschen Stein. Und dann geht's hier runter. Ich würde mal sagen, hier oben fahren wir rein. Beschleunigen das Ganze ein bisschen. So, und hier vorne auf der Insel wollen wir ja unsere zweite Stadt gründen. Das machen wir dann gleich, wenn hier das Schiff angekommen ist. Wo will denn das hin? Das war auch eins von uns. Fährt denn das? Das hat gar keine Route. Wo fährt denn dieses Schiff hier hin? Haben wir das hier hingeschickt? Ich kann mich nicht dran erinnern. So, okay. Das Schiff fährt auf jeden Fall hier runter. Sehr gut. So. Überprüft eure Handelsrouten. Ja. Piraten greifen euer Schiff an. Oha. Naja, das Kampfschiff, das wird angegriffen von den Piraten. Na gut. Werden sich doch wohl gleich verziehen. Okay, so, das Schiff Der ist Konkurrent angekommen. erweitert seine Flotte. Und wir erweitern auch etwas, nämlich unser Territorium. So, und wir entladen mit dem Schiff hier mal unsere Waren. So, alles Holz. Alles Stein, alles Werkzeug. Angreifen euer Schiff an. Eine Goldmine. Ach, sieh an. Da hat sich das Schiff jetzt den falschen Flecken ausgesucht. So, also hier bauen wir jetzt die Goldmine. Da rein. Und dazu natürlich dann noch einen Weg mit Brücke. Piraten greifen euch So, an. ja, das sind jetzt unsere Kriegsschiffe. So, die können jetzt mal hier vorne hinfahren und sich reparieren lassen. So, jetzt haben wir hier vorne Goldmine errichtet und ich glaube, wir können jetzt hier auch direkt mal die Goldschmiede errichten. So, die braucht wahrscheinlich, ach, die braucht nur Gold. Okay. So, dann machen wir mal Folgendes. Ah, da ist überhaupt kein Weg dazwischen. Okay, naja, gut, wir bauen die Goldschmiede hier hin. Und dazwischen das Stück. So. Okay. Und die braucht nur Gold. Wunderbar. Dann können wir alles weitere wieder aufladen. Und mit dem Schiff zurückfahren. So, das Schiff wird repariert.
Geschwindigkeit geht drauf. Super, dann können wir ja das Schiff dahin schicken und das dahin reparieren lassen. So, und dann können wir nämlich gleich unten Gold abtransportieren lassen. So, hier wird Gold produziert. Eure Handelsrouten. Schiffsreparatur beendet. Okay, das nimmt. Moment, das. Soll ich hier Kakao? Moment, ist das Jersey? Abemsberg oder Abemsberg, wie auch immer. Ja, okay. Wahrscheinlich haben wir hier das Lager voll mit Gewürzen. Ja. Okay, so, das Schiff ist auch repariert. Wunderbar. Und wir können. Oh, wir haben eine negative Bilanz. Ja gut, das liegt jetzt vor allem an diesen beiden Betrieben hier. Und an dem Kontor. So, schauen wir nochmal. Wie sieht's denn hier aus? Wird hier mal gearbeitet? Oder nicht? Tja. Können ja hier gerne mal die Waren abtransportieren. Na gut. So, wir kümmern uns derweil um die weitere Insel hier. So, hier produzieren wir ja bereits Nahrung. Wir produzieren Korn fürs Lager. Das heißt, wir produzieren, wir bauen noch eine Getreidefarm. Hierhin. Und dann noch eine weitere Mühle. So. Eventuell eine Wassermühle. Passt hier noch eine hin? Nein. Ja gut, ich meine, ist auch egal, ob Wasser oder Getreide, Wasser oder Windmühle. Mühle ist Mühle, denke ich mal. Bauen wir die, ja, bauen wir die dahin. Ja, doch, wir bauen die dahin. Da ist die Bäckerei, dann passt das. Wunderbar. Okay, also für Nahrungsmittel ist hier gesorgt. So, dann haben wir hier nicht ausreichend Kakao und auch nicht ausreichend Gewürze. Das heißt, wir brauchen hier jeweils noch mehr. Das Schiff fährt mal dahin. So, und lädt auf. 20 Tonnen an Werkzeug. Achso, Moment, das kann natürlich jetzt auch Holz entladen und fährt damit hier vorne rüber. So, wie sieht's hier aus? Wird hier mal produziert. Überprüft eure Handelsrouten. So, jetzt holt er hier was ab. Und dann kann der ja auch hier, genau. Ah, euer sehr gut. Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Jetzt läuft das hier an. Okay, Geschwindigkeit wieder runter. Die haben hier das Lager oftmals voll. Nee, haben sie nicht. Hier könnte man also noch mehr Wolle produzieren. Okay. So. Hier entladen wir Werkzeuge und Steine. Ist das Lager voll? Dann können wir hier vielleicht noch Kakaoplantagen errichten. Ich reiß mal hier oben den Wald noch ab. Na, und dann lege ich da vorne mit abgerissen. So, Baumwollplantagen. Ne, nicht Baumwollplantagen. Gewürz und Kakaoplantagen. So. Da machen wir eine hin. Und da. Pause und Pause und natürlich kriegen beide noch einen Weg. So, wird verbunden und dann Gewürzfelder dazu. Da ebenso Gewürzfelder. Okay. Sehr gut. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Weg hier. Den habe ich ja extra hier freigelassen, den Platz. Okay. Und dann weitere Kakaoplantagen. Na, schauen wir mal, wie wir die bauen. Eine so und eine so. Pause und Pause und dann die Wege dazu. So, und vermutlich brauchen wir früher oder später einen weiteren Markt.
So. Und auch nochmal Kakaofelder. Wunderbar. Vielleicht können wir hier auch nochmal, brauchen wir hier auch nochmal weitere Felder. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache jetzt direkt hier oben noch einen Markt hin. Dreh den um ein bisschen. So. Okay, dann haben wir hier oben nämlich noch mehr Platz für noch mehr Plantagen. Okay, wunderbar. So, dann können wir jetzt hier anfangen. Wir bauen direkt eine Kirche, ja. Hätte ich fast mal sagen. So. Ja, wir fangen direkt so an. Bauen hier unser Schachbrett hin. So. Und das führen wir mal so weiter. Aber ich glaube, jetzt drehen wir mal die Karte dazu. Und machen so weiter. Ich glaube, wir müssen dann mal. Überprüft eure Handels. Wir müssen dann mal schauen, wo wir da die Wirtshäuser und so weiter hinsetzen. So, 1, 2, 3, 4. Wirtshaus. So. Okay. Das ist das Wirtshaus. Da können wir dann noch ein. Na, Moment, da muss dann noch sowas hin wie eine Feuerwehr. Und eine Schule. Aha, die hat keinen großen Radius. Und dann brauchen wir noch den Arzt. Okay, bei dem ist ein bisschen mehr Platz. So. Wege durchbauen. Und auch hier. So, dann. So, die haben wir. Dann brauchen wir noch die Kirche. Die ist wieder ein bisschen kostenintensiver. Die braucht wahrscheinlich viel. Okay, wir haben kein Werkzeug mehr. Dann errichten wir noch ein paar Wohnhäuser. So. Können wir auch direkt mal sehen, ob wir da mit unseren Nahrungsmitteln hinkommen. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ah, dann muss ja noch eine Kirche hin. Hätte ich jetzt wieder fast alles zugebaut. Okay, dann haben wir nämlich noch Platz für die Gebäude. Und die kommen hier alle hin. Wunderbar, das passt. Steuern rauf. Okay, dann brauchen die noch Alkohol. So, erstmal hier das freigeben, das freigeben. Das und das. Wunderbar, das klappt. So, hier haben wir jetzt wahrscheinlich eine Menge an Schmuck, genau. Dann schicken wir jetzt eins der Kriegsschiffe. Ziele auswählen, hier unten. Da, und da bitte Schmuck einladen und den hier nach Abemsberg bringen. Wo haben wir den Schmuck? Da. Ausladen und einschalten. Ja, wunderbar. Dann schnappen wir uns wieder hier dieses Kriegsschiff und laden hier in der Hauptstadt Werkzeuge ein. Machen da das Lager leer. Nehmen alles mit den Werkzeugen, was wir kriegen können, bevor die hier gleich wieder verbaut werden. Denn wir haben ja die Werkzeuge freigegeben. Dann kommen hier bald Aristokraten. Okay, ja, wunderbar. Das klappt dann sehr gut. So, Weberei ist im Betrieb. So, wir haben eine Menge Mehl. Wir können hier noch mehr Bäckereien betreiben. Okay. Neues Land wurde erschlossen. Machen wir das doch einfach mal. Wenn wir noch Werkzeuge haben, können wir auch noch eine weitere Bäckerei errichten. Ja, machen wir die doch einfach mal. Ja, hier oben hin. Okay, so. Gleich kommt hier das erste Gold an. Ich gehe mit der Geschwindigkeit wieder runter, weil wir jetzt hier nämlich das Werkzeug entladen können. Und damit bauen wir hier erstmal eine Kirche hin. Geht die vielleicht auch dahin? Da geht die auch hin, dann bauen wir die da. So, damit haben die jetzt das. Und jetzt brauchen die nur noch Wolle.
Oder ein Tuch. Und das können wir denen ja auch so geben, von hier aus. Da können wir ein Schiff hin und her fahren lassen. Moment, das fährt wie zwischen Bramen und Abensberg, okay. Das Schiff hier fährt dahin. Moment, das hier ist Jersey. Ja, noch bestimmt ein Schiff, das nach Jersey fährt. Das fährt nach Jersey. So, es lädt in Jersey das auf und das und das und das auf. In Jersey kann es ja kein Erz mehr aufladen. So, Moment. Stopp. Das kann es nicht mehr aufladen. Dann kann es das auch nicht mehr entladen. Aber es kann Kakao Gewürz aufladen. Dann nehmen wir nicht mal ganz so viel mit. 25 Tonnen und auch 25 Tonnen Kakao. So. Okay. So, dafür wird... Na? So, da hat es gerade ja geguckt. Dafür wird es dann da auch entladen. Das nehmen wir da auch mal raus. Und das kommt dahin. Okay, dann können wir in Jersey, Moment, in Abensberg können wir Stoff aufladen. Nehmen wir mal 15 Tonnen. So, in Jersey entladen. Das Kontor laden auf das Schiff, genau. Okay. Und dann mal los. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. So, okay. Hier ist jetzt Gold angekommen. Ah, sieht man hier. Aristokratenhaus. Die sind glücklich. Die haben alles, was sie brauchen. Und dann dürfte es bald mit der Bilanz auch besser aussehen. So, und die bringen jetzt hier... Also hier kriegen wir gleich Stoff. Fehlt hier noch Alkohol. Den kriegen wir hier aber nicht unbedingt. Ah, doch. Können wir auch von hier theoretisch mitnehmen. Oder wir holen uns den direkt bei der Alkoholinsel ab. So, deswegen waren wir hier. Ich glaube, das war wegen... Das war wegen des... ja, weswegen waren das eigentlich? Wegen der Weintrauben? Das kann gut sein. Ja, das ist eine Alkoholinsel, genau. Dann bereiten wir das mal vor. So, nochmal aus einer Alkoholinsel. Und wir brauchen hier noch Werkzeuge. So, aha, die haben wir jetzt natürlich nicht. Dann müssen wir wieder auch nicht produzieren. Ich gehe mit der Geschwindigkeit mal rauf. Wie sieht's hier aus? Kakao haben wir da auf jeden Fall. Ja, das sieht ja alles noch ganz gut aus. Tabak brauchen wir gleich auch auf der Zweitinsel. Und so viel produzieren die hier nicht. Müssen wir eventuell noch eine weitere Insel besiedeln. Ja, müssen wir mal schauen. Tabakinseln sind hier... Ah, hier ist Tabakanbau. Anbaubar. Sollen wir uns die Insel mal schnappen? So, hier müsste jetzt eigentlich Stopp angekommen sein. Genau, ist auch so. So, ein kleiner Besiedler geht noch nicht. Die brauchen jetzt hier noch Alkohol. So. Also, Geschwindigkeit runter. Wir brauchen ein Schiff, das Alkohol nach, nach Jersey bringt. Und dann nehmen wir... Freibeuter lauern euch auf! Bitte. Achso, hier. Ja. Also unser Schiff sah dadurch die Vorsegel! Deutlich besser aus. So. Reparieren lassen. Und jetzt das Schiff hier finden. Genau, da haben wir das. Das lädt dann in... Jersey Alkohol ab und in Abensberg Alkohol auf.
Ja, 15 Tonnen. So. Da haben wir hier doch genug Alkohol gehabt. Schiffsreparatur Ja, doch, beendet. sehr gut. 112 Tonnen Alkohol ist eine Menge. Okay, gut, dann sieht das doch recht in Ordnung aus. Ah, sieht man hier, Kanonen werden auch noch weitere hergestellt. Wunderbar. Okay, und die Bilanz ist auch wieder Kakao ist positiv. Mangelware. Hier ist Kakaomangelware. Wie kann denn das? Müssen wir mehr Kakao rüberbringen? 40 Tonnen. Wir stellen doch jetzt hier mehr Kakao her. Komisch. Hat das Schiff. Aha, das Schiff hat keinen. Hä, Moment. Ach. So, ja. Ah. Jersey entladen. Und okay, jetzt. Dann passt das natürlich. Ja, Moment. So, jetzt passt das wieder. Jetzt passt das wieder. Okay, gut, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause an der Stelle. Und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, ja, weiter und hoffen wir mal, dass wir hier die Häuser hier aufgewertet bekommen. Okay, gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!